Hallo und herzlich willkommen zum Hobbykoch Video Podcast. Heute möchte ich euch zeigen, wie man Kimchi macht. Kimchi oder Kimchi ist ein koreanisches Gemüse, das im Wesentlichen aus Chinakohl besteht oder Weißkohl. Das wird in Korea nahezu täglich und zu fast jeder Mahlzeit gegessen, ist also sowohl Beilage als auch Gewürz, als auch normale Zutat in verschiedensten Rezepten. Also Chinakohl habe ich nicht nur einen Kopf, sondern gleich drei gekauft. Das sind ungefähr 4 Kilo. Ich mache das immer in sehr großen Mengen, weil wir das auch zum Teil verschenken, weil wir sehr viele asiatische Freunde haben. Ist so als Mitbringsel immer gern gesehen. Dann brauchen wir noch einen Apfel. Viel Ingwer, eine ganze Knoblauchzwiebel, eine Gemüsezwiebel, viel Salz, das sind hier jetzt ungefähr 300 Gramm. Keine Sorge, das wird nicht alles im fertigen Kimchi bleiben, aber wir brauchen das im Prozess. Dann Chiliflocken, ich habe hier wieder die roten Chiliflocken ohne Kerne genommen. An Küchengeräten brauchen wir einen Glasbehälter, einen hohen oder einen Kunststoffbehälter, weil wir nachher ein bisschen was mixen müssen. Dann brauchen wir eine große Schüssel und später kann man das Ganze, je nachdem welche Menge man herstellt, in kleine oder große Glasbehälter. Entweder hier mit so einem Schnappverschluss oder Schraubverschluss, das macht keinen großen Unterschied. Und wie gesagt, je nachdem, welche Menge ihr macht, so müsst ihr dann auch die Größe eurer Behälter wählen. So, wir fangen mal an. Als erstes nehmen wir den Chinakohl und zerkleinern ihn. Wir brauchen den Chinakohl nicht vorher zu waschen. Das wird später nochmal sehr gründlich abgespült. Ich schneide den Chinakohl jetzt mal in so 3-4 cm breite Streifen. Ihr könnt das auch wesentlich feiner oder noch gröber zerteilen. Damit beeinflusst ihr natürlich nachher, wie sich das Ganze auf dem Teller nachher gestaltet. In Korea ist es zum Beispiel auch nicht unüblich, ganze Köpfe Chinakohl in große Steingutbehälter zu tun. Das geht natürlich auch, wenn ihr das in einem gigantischen Maßstab zubereiten wollt und entsprechend auch die nötigen Behälter dafür habt. Dann spricht natürlich auch nichts dagegen. So. Das Ganze, den Strunk lasse ich natürlich weg. So, schön alles in die Schüssel. Und dann streuen wir das Salz darüber. Da braucht ihr wirklich nicht zu vorsichtig zu sein, weil, ich kann es ja jetzt schon verraten, das Ganze nachher nochmal gründlich abgespült wird. Der Zweck dieser Übung ist, dass wir erstmal einen großen Teil der Flüssigkeit aus dem Kohl herausziehen. Und damit das Salz schön tief in die Pflanzenzellen eindringt, muss man es eben ein bisschen unter Druck setzen. So, wie gesagt, das mache ich jetzt für die übrigen 2 Kohlköpfe auch noch. Und dann machen wir eine Pause. Das Ganze muss dann nämlich 4 Stunden lang mindestens ziehen, damit eben das Salz wirken kann und die Flüssigkeit aus dem Kohl zieht. So, ihr Lieben, jetzt sind so ungefähr 2 Stunden rum, also Halbzeit. Ihr könnt das natürlich auch über Nacht durchziehen lassen. In der Zwischenzeit habe ich auch die restlichen Zutaten vorbereitet. Hier habe ich ein paar geschälte Knoblauchzehen. Dann habe ich hier noch einen Apfel, schon mal ein bisschen geschält. Der wird jetzt auch noch grob zerkleinert und vom Kerngehäuse befreit. Dabei muss man nicht zu sehr auf Sorgfalt achten, beziehungsweise das extrem
stark zerkleinern, da das Ganze nachher mit dem Pürierstab zerkleinert wird. Oder wenn ihr so möchtet, geht natürlich auch eine Küchenmaschine, je nachdem, was ihr parat habt oder was ihr gerne verwendet. Und da sieht man jetzt auch schon den Grund, warum man ruhig größere Mengen von diesem Kimchi vorbereiten kann. Denn das Kimchi enthält sehr viele Stoffe, die es außerordentlich haltbar machen. Allen voran natürlich das Salz, von dem wir zwar gleich einen Teil wieder abspülen werden, wenn wir das Ganze waschen, aber es bleibt doch noch ein beträchtlicher Teil auch darin. Dann enthalten sowohl der Weißkohl, also der Chinakohl, als auch die Zwiebeln und die Äpfel große Mengen an Vitamin C. Und da wissen wir ja auch, dass das Lebensmittel sehr gut haltbar macht. Dann haben wir natürlich hier das Chili-Pulver, von dem wir auch einen ganz schönen Teil verwenden. Also nicht zu sparsam sein, man isst nachher das Kimchi nicht in riesengroßen Mengen, sondern eher so als kleine würzige Beilage, so wie man es hier vielleicht mit einer Gewürzgurke tun würde. Und wenn das etwas pikanter ist, dann ist das auch nicht so schlimm. Ihr könnt natürlich, wenn ihr Schärfe nicht so gern mögt oder nicht so gut vertragt, das auch etwas sparsamer dosieren. Und um die Punkte bzw. Inhaltsstoffe, die das Ganze besonders haltbar machen, noch zu vervollständigen, in diesem Ansatz, in dem Kimchi findet nachher eine Milchsäuregärung statt. Das gleiche, was im Prinzip auch in unserem Sauerkraut stattfindet. Und das macht natürlich Lebensmittel auch nochmal sehr haltbar. Die Milchsäure, die dann bei dieser Gärung entsteht, so macht das Ganze dann besonders haltbar. So, das werde ich jetzt einfach durchpürieren. Dann können die ganzen Aromen und Zutaten sich schon mal verbinden. Wenn sich das Ganze nicht gut zermixen lässt, kann man auch einen Schuss Wasser zugeben. Das ist überhaupt kein Problem. So, nach 4 Stunden sieht der eingesalzene Chinakohl so aus. Man sieht, die weicheren Teile des Blattes sind schon etwas zusammengefallen, während die fleischigen Teile noch etwas dicker sind. So ist es genau richtig. Ich habe den Chinakohl jetzt auch schon zweimal gründlich abgespült und in einem Sieb ablaufen lassen. Das heißt, ja, von dieser großen Menge Chinakohl, diesen 3 Stücken, würde ich jetzt mal schätzen, sind so 2 Drittel von der Masse her übrig geblieben. Und alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist das Ganze mit der Gewürzmasse, die ich eben mit dem Pürierstab aus der Zwiebel, aus dem Apfel, aus den Chiliflocken, dem Knoblauch und dem Ingwer zusammengemixt habe, mit etwas Wasser, das Ganze hier hineinzugeben. Am einfachsten geht das natürlich mit der Hand, aber da dieses Chili sehr scharf ist und auch gut in die Haut einzieht, macht es dann entweder mit Küchenhandschuhen, so solchen Kunststoffhandschuhen, oder wie ich mit so einem Spachtel oder einem großen Löffel oder ein Salatbesteck geht auch. Und jetzt muss das Ganze richtig gründlich vermischt werden, bis der Kohl eine schöne rötlich-orange Farbe durch und durch hat. Ich habe eben schon mal die Einmachgläser, die Schnappgläser schön mit heißem Wasser ausgespült. Da hier ja eine Fermentation oder Gärung stattfindet mit Milchsäurebakterien, die wir nicht zusetzen müssen, weil sie schon auf dem Chinakohl leben sozusagen. Aber
Trotzdem empfiehlt es sich, da sehr sauber zu arbeiten, damit sich eben keine anderen Mikroorganismen da zuerst vermehren auf dem Kohl. Das wäre nämlich schade. Dann verdirbt er nämlich, anstatt schön zu vergären. Und dann wäre die ganze Mühe umsonst gewesen. So, ihr seht jetzt schon ungefähr, wo die Reise hingeht. So ungefähr soll das Ganze nachher auf der ganzen Linie aussehen. Also noch mal ein bisschen tiefer rühren, ganz unten. Die Blätter haben noch nichts abbekommen. So. Und dann ist das Ganze fertig vorbereitet, wird in die Gläser abgefüllt und eine Nacht bei Zimmertemperatur aufgestellt. Und anschließend könnt ihr es entweder im Kühlschrank oder im Keller, jedenfalls kühl und dunkel, lagern. Und ihr solltet die Gläser übrigens nicht zu voll machen, also höchstens 3/4. Denn bei der Gärung, bei der Milchsäuregärung entsteht auch CO2. Und wenn ihr die Gläser zu voll macht, dann entsteht da zu viel Druck. Im Kühlen aufbewahrt läuft diese Gärung aber nur ganz langsam ab. Das heißt, erstmal so nach 2-3 Tagen habt ihr ein sehr frisches, wie ein Gemüsesalat, ähnliches Kimchi. Und mit der Zeit kommt dann die Säure, die durch die Milchsäuregärung entsteht, dazu. Das Ganze wird dann mehr und mehr wie ein sehr deftiges, herzhaftes Sauerkraut. So, damit, das Ganze habe ich jetzt vorbereitet, fülle das gleich noch in die Gläser. Jetzt wollte ich euch einmal zeigen, im Vergleich, ich habe hier noch einen kleinen Rest von meinem in der letzten Zeit gemachten Kimchi. Das sieht also nach einer Zeit, wird das durch die Gärung eben noch ein bisschen durchsichtiger. Und entsprechend etwas säuerlicher. Und in der Zukunft auf meiner Website zeige ich euch dann demnächst ein paar Rezepte, was man mit diesem Kimchi so anstellen kann. Viel Spaß beim Ausprobieren und Nachmachen. Wünscht euch euer Kai Daniel Du.